oberste von 4 Honigrollen. Ja, packst du mit an? Ja, kannst du auch nicht filmen. Schön dicht mit Bienen gesetzt. Ja, alles bis hier rum rein. Hier oben sind wir im zweiten Honigraum von unten. Und fast verdeckelt. Erntereif. Oh, ist gut. Das ist der unterste Honigraum. Da will ich aber jetzt schlecht ziehen, weil die so. Oh, die kannst du mal nehmen. Die müsste gehen. Ich will raus. Ja. Honigraum. Hm. Aber auch immer ist. Denk an deinen Rücken, Jörg. Ja, hier haben wir das zwei Königsvolk. Seite. Hm, kann man sagen, es beruht drauf. Das geht. Tja. Was für ein Stiftet. Voll mit Stiften. Alles richtig gemacht. Andere Seite. Jetzt kommt das Pollenbrett. Ja, sehr wichtig. Wie man sieht. Ja, ein bisschen Pollen, das ist ja gut. Ein bisschen Pollen mit drauf. Die viele Brut muss ja auch Pollen haben zum Fressen. Ne? Ja. Auf der anderen Seite auch eben. Ja. Man sieht den schönen Pollenkranz. Das ist aber gleich ein Stich. Alles bestiftet. Etwas Pollen am Rand. Mhm. Ja, ist aber gut. Zwei Königsvölker haben sowieso manchmal ein bisschen mehr Pollen. Als normal. Andere alle.
alles wieder neue Stifte. Und man bemerke keine einzige Schwarmzelle, noch nicht mal Nepkes. Und außen wieder Pollen. Ne? Brutfutter. Und Bienen ohne Ende. Ja, wie gesagt, gerade schon sind hier 1, 2, 3, 4, 5 Waben auf der Seite und 5 Waben auf der Seite. Jeweils mit 5000 Brutzellen. Das sind 25.000 Bienen hier, 25.000 Bienen, die da die erschlüpfen. Man sagt so 1 bis 2.000 Bienen pro Wabe. Man bräuchte eigentlich jetzt 50 Waben und wir müssten hier mehr Honigbäume drauf tun, weil 4 sind nicht genug. Sehr schön gemacht, hier ist es auch mit Sheet. Anstatt der Fütterer wird jetzt hier ein Sheet dran gemacht, damit man hier auch wirklich arbeiten kann. Einfach weg und dann kann man die Waben ziehen. Hier ist schon eine Wabe zu viel, man sieht es aber auch, ja. Die sind nicht so stark gebrüht wie links. Die anderen, ja. Also hier kann man ein bisschen mehr sheeten und in den anderen Abteil könnte man eine Wabe rausnehmen und dann auch noch ein Sheet rein, da kann man auch besser arbeiten. Wir haben gerade gesagt, unten sind für 50.000 Bienen Waben, Brutzellen da. Und wie gesagt, wir haben jetzt pro zwei Tagen immer 10 Dadant-Waben. Da haben wir hier 10, 20 Dadant-Waben. Hier sind viel zu wenig Honigräume drauf, wir müssen noch mehr. Wir haben jetzt hier, was haben wir heute? Den 6. 7. Mai? 6. Mai, ne? 6. oder 7. Mai. Und wir haben hier 1, 2, 3, 4 Honigräume, 2 komplett voll. Da sind bestimmt gute, sag mal 18, 20 Kilo, 20, 40 Kilo. Hier sind nochmal zweimal mindestens 15, sagen wir nochmal 30. Dann haben wir hier schon 50 Kilo. Wir haben jetzt Anfang Mai. Und dann kommen da jetzt nochmal 2, 3 Honigräume drauf. Und dann wollen wir mal gucken, was bis Mitte Mai noch drin ist.